das erste Moderatorentreffen oder das erste User-Treffen überhaupt, das war witzig. Das war irgendwie so spontan, einfach auf dem Parkplatz, unterm Baum hat geregnet. Kombi-Klappe auf, Kombi-Kofferraum gesessen. Aber in so Hamburg oder überhaupt ist Mann, wo war das? Nee, ich bin in Hannover, in der Nähe von Hannover oder so, glaube ich. Ich glaube, das erste Treffen habe ich ja in einem Audi-Bereich sogar mitgemacht. Das war, glaube ich, sogar die Alpentour. Aber wo haben wir den denn das erste Mal getroffen? Also ich weiß, dass ich irgendein Audi-Treffen extra mitgemacht habe, weil die eine Audi-Führung im Ingolstädter Werk gemacht haben. Da bin ich extra hingefahren. Mhm. Mit Harry zusammen, glaube ich. Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du bei der Audi-Tour... Ja, bei der Audi-Tour, genau. Da bin ich ja dann quasi, da musste ich ja mein Auto mit dem Zug erstmal nach München verschiffen. Also da sind echt Welten aufeinander geprallt, weil die natürlich deutlich mehr im Thema Audi drin steckten als ich. Da kamst du dir mit deinem 3,5 Liter Biturbo untermotorisiert vor? 4,2. Oh, also den hattest du, ne? Das war lustig, da habe ich irgendwann den Hulper besucht. Hm. Und der hat ja bei BMW damals gearbeitet. Tut er immer noch. Und dann sind wir runter in die Tiefgarage und da standen seine Autos. Und da stand aber nicht nur ein BMW. Da meinte er, das andere Auto kann ich dir auch zeigen, was darfst du nicht verraten. Und dann hat er einen Boxster daneben stehen. Mhm. Und das ist aber ganz geheim und so. Markus, entschuldige, dass Tom das verraten hat. Ja, ich bin schon gar kein Boxster mehr. Ja, und vor allen Dingen sind wir dann ja, bei dieser Alpentour ist es ja so, dass das ja dann irgendwie 6, 7, 8 Fahrzeuge und alle irgendwie total Verrückte. Und abends sitzt du dann halt immer auf irgendeiner Hütte und dann wird ja Folgendes gemacht. Als erstes wird die Strecke nochmal nachgeschoben. Als zweites werden alle Videos runtergeladen von allen USB-Sticks. GoPros gab es ja damals noch nicht. Und haben die immer ihre USB-Dongles genommen und sind dann mit dem Computer bei minus 12 Grad, wir waren ja oben auf dem Pass, sind wir dann rausgegangen ins Auto und haben versucht, Sachen im Auto umzuprogrammieren. Aber zu kalt. Also ich weiß, dass bei der ersten IAA-Tour, das war auch krass. Der Mob, ja, die 300, waren ja mehr sogar, 350 Leute oder so, ist ja der Mob quasi dann über die ganze Messe gelaufen, von einer Station zur anderen. Und ich war immer mit zwei, drei Leuten, Bianca und so, war ich immer unterwegs, eine Station vorher. So, und dann sind wir mal dahin und haben geguckt und bei ganz vielen war einfach noch gar nicht alles vorbereitet. Also die waren nur, ach, ihr kommt jetzt gleich. Ach, wie viel sind das jetzt? Wie 350? Ach, wirklich? Ja, genau. Bei der 10-Jahres-Feier, also bei der 15-Jahres-Feier müssen wir irgendwas anders machen, ne? Ich fand, bei der 10-Jahres-Feier waren eigentlich zu wenig da. Naja, über den Abend hat sich verteilt, hat sich verlaufen. Ja. Ne? Müssen wir jetzt nicht bei euch große Aktion machen. Ich glaube, wir haben heute noch T-Shirts mit 10 Jahre, mit diesem 10-Jahres-Logo, mit den hier, mit den kleinen... Ja, verschnörkelte Logo, ne? Ja, mit den... Schraubenschlüsseln und so weiter. Conti war ja mit dem gelben Racer da, ne? Mit dem Artega. Mit dem sind wir auch beim 24-Stunden-Rennen gefahren. So, ich will hier nur ungern unterbrechen, aber eigentlich sind wir ja da, um der Community fröhliche Weihnachten zu wünschen. So? Fröhliche Weihnachten? Fröhlich Nikolaus. Ja, packen wir ein neues Jahr noch rein. Ostern? Ostern gibt es nicht. Guten Rutsch und nicht frohe Ostern. Und Bianca hat gesagt, wir sollen unbedingt sagen, unfallfreie Weihnachten. Unfallfreie Weihnachten. Also dürfen wir wieder einen Unfall haben, aber ich sag das mit unfallfreien Weihnachten. Ja, das ist richtig. Da verhaspel ich mich. Wir können aber sagen, unfallfreien Winter, was denn damit? Jetzt kannst du gleich, warum sie gleich wieder mit und was ist im Sommer? Naja, zu Ostern. Winterreifen drauf? Nee, ich sag, hey Motortalker, du sagst, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und alle zusammen, aber nicht danke. Ja, damit kann ich leben. Okay. Aber wir machen nicht so, weil wir nicht Revolverhelden sind, sondern wir machen so, weil wir Autofahrer sind. Na dann. Hey Muttertalker! Frohe Weihnachten! Und einen guten Rutsch! Aber nicht in die Leitplanke! Oh Scheiße, ich hab die Pistolen gemacht. Du hast gesagt, einmal machen wir es, einmal machen wir es. Und wir haben es einmal gemacht. Und irgendeiner muss jetzt den Cut noch machen. Ohne Cut geht's nicht, ne? Cut. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ach du meine Scheiße. Also ich bin der Habo, ich bin der Gründer. Das ist der Tom. Was machst du? Ach so, ich bin der Außenminister. Das ist der Bert. Ich bin der Hausmeister. Müssen wir jetzt mal winken? Oder ist jetzt winken wir nochmal. Aber okay. Dann ist wirklich der Cut. Ist jetzt aber der Rum. Ich glaube, das war's.